So, weiter geht's. Und wie ihr seht, starte ich jetzt mal das Spiel ausnahmsweise hier mitten irgendwo im Spiel. Das war jetzt auch eine total sinnvolle Aussage, merke ich gerade. Egal. Jedenfalls bin ich hier, weil mir ein Tipp gegeben wurde. Aua. Und zwar Shritistrang oder Shritistrang, tut mir leid, ich weiß nicht, wie man deinen Namen richtig ausspricht, du kannst es mir vielleicht sagen. Jedenfalls hat er mir, oder sie, ich weiß nicht genau, tut mir leid, ja, ich habe jedenfalls den Tipp bekommen, man kann Bomben, nachdem man sie hingelegt hat, auch wieder aufheben und werfen. Das heißt, ich kann hier eine Bombe hinlegen, sie aufheben und da reinwerfen. Also, vielen Dank für diesen Tipp. Jetzt kann ich die Fee erscheinen lassen. Navi. Man trifft sich wieder. Nein, doch nicht. Willkommen am Brunnen der Abenteurer. Hast du diese goldene Bombe hineingeworfen? Oder diese silberne Bombe? Ich muss dazu sagen, ich habe das schon einmal offscreen ausprobiert. Also weiß ich, was ich machen muss. Aber ich habe schon beim ersten Versuch intuitiv richtig gemacht. Und zwar, wenn eine Fee einem so eine Frage stellt, dann muss man wahrscheinlich ehrlich sein. Deshalb sage ich, weder noch. Ich habe eine ganz gewöhnliche Bombe in den Brunnen geworfen. Du bist sehr ehrlich. Deshalb werde ich dir helfen. Große Bombentasche erhalten. Jetzt kannst du mehr Bomben tragen. Das ist schön. Mögest du erfolgreich sein. Vielen Dank. Wobei ich sagen muss, diese große Fee gefällt mir nicht. Es gab schon bessere. Vor allem die in Twilight Princess fand ich gut. Vielleicht sagt das einigen jetzt nichts, aber diejenigen, die Twilight Princess gespielt haben, werden wissen, was ich meine, wenn ich sage, da möchte man doch am liebsten den Sturmbumerang herausholen und ein bisschen Wind machen. Naja. Okay, also ich will jetzt auch nicht groß spoilern für die, die das Spiel vielleicht noch nicht kennen und es noch spielen wollen. Und ich habe übrigens auch noch bemerkt, dass ich hier noch gar nicht war, obwohl ich hier eigentlich total einfach hin kann. Und hier ist noch so eine geheime Höhle. Also eigentlich scheinen hier zwei geheime Höhlen zu sein, aber ich kann nur einen davon betreten, weil ich bei dem anderen nicht weiß, wie ich durch diesen Durchgang komme. Hier. Aber erstmal gucke ich in die ganzen Steine hier. Nix, nix, nix. Okay. So, und hier bin ich auch schon einmal kurz aufs Screen eingegangen, aber ich habe noch nicht mit dem Typen geredet, ich habe nur gesehen, dass er da ist. Und ich habe gesehen, dass er sehr tiefgründige Gedanken hat. Meine Gedanken sind mysteriös und komplex. Oder wie war das? Naja, egal. Ich spreche auf jeden Fall mit ihm. Ich bin der Eremit vom Gongolberg. Ich habe der Welt entsagt, um zu meditieren. Du siehst aus wie ein Kind und dennoch bist du hier. Was ist das für eine Logik, bitte? Wegen deines Mutes möchte ich dich etwas lehren. Auf dem Weg nach hier oben ist dir vielleicht eine verdächtige Wand aufgefallen. Probier es doch mal mit Bomben. Hä? Egal, ich habe gerade noch so eine Idee. Oh, du willst Fragmente vereinen. Yes, ich wusste es. Probieren wir es doch gleich aus. Da ist eine Denkblase erschienen. Okay, heißt das, ich muss jetzt ein Fragment aussuchen, das zu dem Seinen passt. Ich glaube, es ist das, aber ich gucke mich nochmal kurz um. Ich dachte eigentlich, ich hätte viel mehr. Ach so! Es gibt mehrere Sorten und ich habe davon zwei, davon auch zwei. Verstehe. Okay. Die beiden Fragmente passen perfekt. Jetzt geschieht etwas Wunderbares. Find's schön! Wo ist das denn? Da war ich noch gar nicht, oder? Eine Schatzkiste. Wie schön. Ach da. Komme ich da hin? Müsste ich mal bei Gelegenheit gucken. Perfekt. Es geschieht bestimmt etwas Gutes. Es ist schon längst geschehen. Okay, also meinte der, das hier kann man Bomben sprengen? Oder wie habe ich das... Wie soll ich das verstehen? Nee, da passiert nichts mit Bomben. Vielleicht ein paar mehr? Und sind hier vielleicht mal Herzen drin? Nö. Noch einmal. Aller guten Dinge sind drei. Nö, da passiert null. Ah, hier sind Bomben. Immerhin. Ich wollte zwei Herzen, aber... Gut. Nee. Eine verdächtige Wand soll mir aufgefallen sein auf dem Weg nach hier oben. Nö. Eigentlich nicht.
Oh, verdammt. Wow, 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 wow. Okay, eigentlich muss ich keine so große Panik haben, denn ich habe mir auf dem Weg hierher, bevor ich das aufgenommen habe, noch eine Fee geholt. Yeah. Ich bin schlau. Oh, nochmal Bomben. Toll, jetzt habe ich eine größere Bombentasche und die Bomben gehen nicht mal mehr verloren. Also nützt es gar nichts mehr, dass ich Bomben finde. Schon wieder? Mano, was ist das? Das Spiel mag mich nicht. Schon wieder Bomben? Hallo? Ich fühle mich irgendwie verschaukelt. Oh. Ich habe dich immer noch nicht verstanden. Stirb. So. Gut. Mal gucken, ob da was drunter ist. Ich glaube, ich habe das schon mal probiert. Ja, da ist nichts. Ach, verdammt. Hätte ich eigentlich wissen müssen. Hey! Na gut, immerhin habe ich ihn getötet. So. Hey! Nicht ausweichen. Ausweichen ist... Vergiss es. Hallo? Sehr schön. Ja, ich überlege gerade, ob das vielleicht jetzt so aussieht, als würde ich Zeit überbrücken, weil ich nicht weiß, wie ich weiterkomme. Ich weiß nämlich wirklich nicht. Aber ich habe eine Idee. Das könnte jetzt doof sein, aber... vielleicht? Nee. Klappt doch nicht. Vielleicht, wenn ich mich mir in die Mitte fallen lasse. Mal gucken. Na? Nö. Okay, aber es war eine Idee. Weil ich habe auf der Karte gesehen, dass direkt darunter der zweite Dungeon anscheinend ist. Oh Mann. Zuerst die Richtungstaste loslassen und dann... also den Knopf braucht man eigentlich gar nicht loszulassen. So. Okay. Was wollte ich hier weiter? Augenblick. Eine Sache habe ich noch gar nicht getestet. Komme ich da vielleicht auch rüber? Oder noch anders? Nee, ich komme hier nicht vorbei. Sonst hätte ich jetzt versucht, mich als kleiner Link nochmal fallen zu lassen. Aber scheint nicht zu gehen. Okay. Und so rum? Nö. So. Nein, wir gehen mal den Weg. Hm. So, wie war das hier nochmal? Also ich weiß wirklich immer noch nicht, was ich machen soll weiter. Hm. Moment, Moment, Moment. Genau, so. Mir wurde zwar noch ein weiterer Tipp gegeben von Mr. Dreckiger Dan. Den Namen kann ich aussprechen. Ah, verdammt. Aber, also, er meinte, ich soll mal bei diesen blinkenden Dingern auf dem Boden eine Wirbelattacke ausführen. Aber, ich habe es versucht und es hat irgendwie genau nichts bewirkt. Deshalb, weiß nicht. Hm. Okay, Moment. Nochmal Bomben. Ich würde eigentlich gern Herzen haben. Verdammt, egal. Was war eigentlich hier nochmal, wo ich nicht weitergekommen bin? Ich habe noch ein bisschen Zeit, da kann ich das noch kurz prüfen. Ich weiß nämlich gerade nicht mehr. So. Rüber da. Gut. Genau, hier bin ich nicht rübergekommen. Jetzt weiß ich es wieder. Hm. Damn. Das hier sah doch noch so verdächtig aus. Ich habe jetzt genug Bomben, da kann ich einige Sachen ausprobieren. Aber ich glaube, das habe ich schon probiert. Und hier noch ein bisschen... Ich kann nicht so viele Bomben auf einmal legen. So. Ich glaube, da drin habe ich es auch schon ausprobiert, aber... Da war, glaube ich, auch kein geheimer Weg. Auf jeden Fall sind hier Bomben. Das müsste mir eigentlich einen Hinweis darauf geben, was ich hier tun soll, denke ich, aber... Es gibt mir keinen Hinweis. Nee, tut es nicht. Ach Leute, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und die Zeit ist schon wieder um. Ich überlege mir noch kurz was und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann.